Willkommen zu Gerlis Motiva Blog. Und zwar bin ich gerade dabei, mache mir jetzt einen Speedrun. Und zwar mit dem Modster. Brushless-Trage, die neue Version 4.1. Ist von Modellsport Schweighof, habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell er ist mit einem 2-Slipo-Akku. Und danach mit einem 3-Slipo-Akku. Danach gibt es ein bisschen Bashing. Mein Freund ist auch dabei, mit der Drohne wird das mitfilmen. Und dann lassen wir mal schauen, was das Ding hat. Locker habe ich drauf. 0 km/h. Und jetzt schauen wir mal, was er mit einem 2S-Lipo schafft. Kannst du gerne machen. Jetzt schon ready. Jedes Mal kann ich laufen. Hallo. Jeden Speedrun bis jetzt so immer noch laufen müssen. Habe die Fernsteuerung heute das erste Mal in der Hand und bin damit noch keinen Meter gefahren, aber zumindest ist mir nicht so gegangen wie beim letzten Fahrzeug, dass ich gleich beim Speedrun geschrottet habe. Er ist nur da im Haufen reingefallen. So. Max Speed 51 km/h mit 2S. So, da bin ich wieder, habe den Akku gewechselt. Vorher habe ich drinnen gehabt den Stefan Slipo Shop Akku an 6000 mAh mit 35C. Jetzt habe ich den Robotronic Akku drinnen an 3S mit 45C. Und jetzt schauen wir mal. So, das ist auf 0. Einmal geht's noch. Alter. Jawohl! Schon wieder! Ich gib's! Steht er? Ja. Hat keinen Empfang, oder? Sag was, wenn es riert. Bewegt er sich? Oder hat sich der Akku ausgesteckt? Geht er? Was, umgeflogen? Ja, sind Sie jetzt hier? Ja, ich bin schon lange nichts Schnelles gefahren, ja. Und wieder mal beim Speedrun. Und wieder mal beim Speedrun. Das Auto auf der Art liegt. Und schauen wir mal, was er drauf gehabt hat. Ich habe bremst und das war dann doch zu böse, jetzt hat er sich Salto Mortale nach vorne überschlagen. Zum Regnen fängt jetzt auch noch an. Scheiß. So, der Chipboard hat sich verabschiedet.
Da haben wir das Max Speed 72,4 mit dem 3S. Da hat man einen Halt. Fängt es zum Regnen an. Familie. Kann ich von dem fliegen, hä? Ist mit 3S. Geht der Job. Da haben wir Gas geben und der ist im Hinterrad. Aber stellt sich auch gleich wieder auf. Jetzt muss er aushalten. Er fängt die Kraft und das ist los. So, jetzt haben wir schon den dritten Akku haben wir jetzt schon gefahren. Jetzt wieder den 2S Akku noch mal rein kurz. Und jetzt wieder den 2S Akku noch mal kurz rein. Jetzt zeigen wir mal, wie das Auto bis jetzt ausschaut. Also, den Heckspoiler haben wir schon, glaube ich, beim zweiten Mal. beim
zweiten oder dritten Wille ist er schon geflogen. Also Wille Bar oder Wille Stütze ist er nicht zum Gebrauchen. Aber egal. Karo schaut auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Aber es macht nichts, ist ja ein Becherfahrzeug. Die kostet einen Spottpreis neu. Schauen wir, haben wir schon sie fertig an. Dämpfer, funktioniert noch alles da los. Danke fürs Zuschauen, das war die Testfahrt mit dem Modster Brushless Tragi. Wenn ihr Fragen zum Trage habt oder sonstiges, Infos gibt es in der Videobeschreibung unten drinnen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Ich sage danke, ciao, euer Gerrit, bis zum nächsten Mal.